Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen gerade im MS National Alpine DEC zusammen mit dem Philipp heute wieder. Hallo. Hallo, back. Er ist zurück, es hat wieder irgendwie funktioniert nach dem 12. Mal deinstallieren und wieder neu installieren und ja, hat es dann irgendwie funktioniert. Ja. Wir können wieder zu zweit arbeiten. Jetzt gibt es nur noch das Problem, weil Philipp spielt ja mit Controller. Ich spiele per Controller und ich weiß nicht, was los ist. Ich kann auf alle Fälle mich nicht umschauen und halt Bluetooth geht halt nicht. Keine Ahnung warum. Ja. I don't know. Auf jeden Fall muss ich jetzt nochmal nur einstellen ein bisschen. Aber er ist auf jeden Fall in-game, er ist da. Wir können ihn, warte, Karte öffnen. Da ganz rechts am. Okay. Stell dich eigentlich schon platt gefahren? Nee, ich war jetzt die ganze Zeit am Düngen und wollte jetzt da gleich auch weiter. Nee, doch. Doch, Dünger. Doch. Das wollte ich jetzt auch weitermachen. Oh, bin ich am Dünger vorbeigefahren, das war natürlich wieder geschehen. Nicht so geil, du. Dann machen wir mal den Deckel da hinten auf. Ich kann nämlich nicht mal mehr mit der Maus umschauen. Was ist das denn? Ist dann lustig. Oh, ich hab das Ding ein bisschen mitgeschoben. Es gibt gar nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr umschauen. Ja, das hatte ich auch mal. Entweder das liegt dann, keine Ahnung, da hat sich dann irgendwie der LS verpackt. I don't know, was da los ist, ne? Also ganz schwierige Angelegenheit, sagen wir so, ganz schwierige Angelegenheit. So, ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier die vorderen noch ein bisschen wegkriege. Ah, oh, ja, oh, jetzt geht's wieder. Wow. Einfach mal ausgesteckt, nur eingesteckt. Geht alles. Perfekt. Jetzt geht's wieder, oder was? Ja, einmal kurz ausgestiegen, ausgesteckt, eingesteckt und dann Kamera wechseln. Was? Wow, okay, gut. Naja, der LS verbirgt halt doch so manche Mysterien, die wo man einfach. Ah ja, Fernlicht wollte ich noch einstellen. Nicht das habe ich aber auch lassen können. Also, puh, schwierig. Oh, ich hab ein Radio vergessen. Eieiei, schwierig, schwierig. So. Dann fahren wir doch mal rückwärts. So, speuern. Fake. Ah ja, ich hab den Ruckler gespürt. Den Speicher-Ruckler. So, auffüllen. Nochmal auffüllen. Ja, es lügt alles, also ich weiß ja nicht, was jetzt los war, aber. Keine Frage fragen, ne? Ich kann aber irgendwie. Nein! Oh oh. Vielleicht muss ich dann noch die Parksperre einstellen. Möglich. So, wirklich. Und so roll ich. Und scharre und dann. Njo! Ne, das wollen wir tatsächlich auch, egal ob es wie lustig es ist, das wollen wir tatsächlich vermeiden. So, weiter. Ja, tanken können wir zwar auch mal, aber ich würde gerne den Dünger auf. Jetzt kann ich den Dünger hier nicht auffüllen, why auch immer. Wahrscheinlich weil ich im Trigger vom Tanken stehe. Möglich ist es. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder an der Strand fahren. Läuft. Dann fahren wir halt irgendwie rückwärts ran. Dann wird er schon irgendwas erwischen, was er aufnehmen kann. Hoffen wir mal. So, können wir jetzt. Ja, Leute, ihr seht, das ist noch nicht ganz so einfach hier. Also. Ich kann hier gerade auch wieder kein Dünger auffüllen, weil das, weil ich irgendwie wieder im Trigger vom Auftanken bin und dann, ja, und schwierig und ah. Lassen wir das. Ich kann Arad und alles zwar noch nicht einstellen, aber es geht der Rest. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, hallo, ich hab doch Parksperre drin, Mann. So. Eil im Dunkeln. Zillofest fahren mit maximal Beleuchtung. So, wir sind voll nachgeschlagenen knapp 5 Minuten läuft bei mir. Ja, so ich. Oh, nö. Weiß ich schon. Alles gut. Okay. So, das heißt, mit Anlauf und Schwung, Allradsperren, alles drin. Und da hoch den Berg. Ja. Ja. Die Karte, wo ist die Karte?
Motor abstellen? Nee. Das Ding ist halt, es ist halt zu nah. Ey, das ist fast so schlimm wie auf der Gemeinderade. Ja, wir müssen ein bisschen warten. Wir können natürlich. Ja, wir müssen ein bisschen warten, dann wird es wieder heller. Der Begrüßung zwar. Muss ich mal gucken. So, nochmal. So. Dann muss ich mir irgendwie in den GPS-Kurs machen. Weil, also, ich kann ja hier so nicht düngen ohne. Beziehungsweise. In diesem leicht dunklen Umgebung, wo ich keine Spur von mir sehe. Ich hoffe mal, ich kann jetzt GPS machen, ansonsten wäre nicht so geil. Aber normalerweise schon. Wo ist denn der Wiesenanfang? Ja, da vorne. Ja, dann noch mal ein Schlückchen nehmen hier. Kommt auch, wir haben gerade schon gedacht, wieso wird es jetzt da so hell? So. So dürfte es passen, dann machen wir mal. Zack. Ja, nee. Kann man den irgendwie ändern? Jetzt habe ich das eine Problem mit dieser Kontrollgruppe durchschalten wieder. So, ist so besser. So. Okay, es geht schon mal nicht. Bei mir lüpft. Ja, aber ich kann hier. Mein, das ist jetzt ein blödes Spiel. Flo. Hm? Ist bei dir vielleicht der Musikbot noch ein? Nee. Ist er nicht. Ja, okay, dann passt. Also ich habe ihn auf lautlos. Auf Discord jetzt. Ja, okay, dann. Aber ich kann ihn. Weil das würde ich. Weil normalerweise in der Aufnahme hört man das ja nicht. Wait, ich schmeiß ihn raus. Okay, kannst du machen. So. Ja, jetzt. Oh, das ist ja. Das wird jetzt auf jeden Fall geil hier. Schön im Dunkel düngen. Da habe ich Bock drauf. Jetzt werden wir gewiss nochmal eins hochschalten. Ja, okay. Wir müssen uns halt ein bisschen an der Karte orientieren, weil man sieht ja nicht allzu viel. Mal GPS, oder hat der GPS? Ja, der hat schon GPS, aber das lässt sich nicht einstellen. Weil der Kurs immer schief ist. Weil ich halt auch auf der Wiese bin. Und das erkennt er dann doch nicht so als Feld an, beziehungsweise dass er hier den geraden GPS-Kurs macht. Ja, ein bisschen kämmen muss. Wo hier gedüngt wird und wo nicht. Also ein bisschen weiter rüber hier. Ich sehe halt hinten auch nichts, weil der hinten keine gescheite Beleuchtung hat. Dann haben wir wirklich keine gescheite Beleuchtung, der Steier. Mann. Echt nicht? Nee. Ich glaube, du hast schon mal noch eine bessere Beleuchtung als ich mit dem Führer. Kann sein. Hauptsache hat da oben noch zwei Strahler, aber die gehen nicht ein. Oh. Ja, die gehen wahrscheinlich schon ein, aber du kannst die glaube ich nur separat, wenn du Dingens eingestellt hast, schalten. Hecklicht und Frontarbeitslicht und so weiter. Das war nämlich bei 15er Fan von Bayern Agrar auch so. Da konnte man die Lichter wurden, wenn man jetzt einfach nur Lichter durchgeschalten hat, sind die nicht aktiviert worden, sondern du musst das einzeln belegen, ob es jetzt Frontlicht ist oder Hecklicht. Mit dem Numpads geht es doch eigentlich auch, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Aber hier geht es ja gar nicht. Ja, genau, mit denen geht es ja auch nicht. Ach so. Ja, dann. Geht's wahrscheinlich nicht. Ich bin vielleicht so dumm, aber so dumm bin ich doch wieder. Das ist gut möglich, ja. So. Ja, aber das ist dumm.
sagen es mal so, ich hab... Egal. Okay. Ja, es geht doch einigermaßen okay. Hab's mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, aber... Ich erkenne sie minimal, wo gedüngt ist und wo nicht. Hier weiß ich jetzt zwar gerade überhaupt nicht, ist hier schon, ist hier nicht. Ah ja, hier sieht man sie ein bisschen besser. Sie war noch so ein Teil. War noch ungedüngt ist. Ah, hier geht's längs und hier geht's rum. Ah, und Dünger scheitert ja bei uns nicht, da haben wir genügend. Zwischen schon, ja. Ah, hier geht's noch längs. Dann muss ich dann gleich mal kurz auf die Karte gucken, wenn ich hier vorne bin. Damit ich das Ganze ein bisschen einschätzen kann. Wie es denn hier nämlich aussieht. So, Gang raus, Handbremse, Rindschutzschau, roll mal weg. Das wollen wir natürlich nicht. Ach, das braucht auch kalt. Zum Glück hat der Steuer Heizung. Okay, da hinten muss ich noch hin. Hallo. Zum Glück hat der Steuer Heizung. Wieso? Ist ja bloß Nacht. Wenn der Nacht wird's allgemein kälter. Ah, hier ist noch ein Streifen. Ey, Flo. Ist es schlimm, wenn ich mir das kleine Düffelsdorfer Schild kauf? Düffelsdorfer? Ja, dieses grüne Standardding. Ach so. Nee. Kein Problem. Oder miete das erstmal nur. Und dann können wir vielleicht noch was mit drauf nehmen. So, dann müssen wir noch kurz gucken. Ja, das Fitzel ist jetzt wurscht da unten. Fahren wir nochmal einmal längs dann gleich. So, einmal drehen. Da gucken wir nach. Ein bisschen weiter links, okay. Da vorne um die Ecke, hier also. Gut, das haben wir wieder. Dann müssen wir nach hinten. Was war das für ein Monsterleck? Keine Ahnung. Ah, hier vorne geht's schon wieder los. Jupp. Ich seh's zwar nicht so ganz, aber hier müssen wir okay. Hier müssen wir auf jeden Fall links. Alter, Nachtdüngen ist halt einfach echt eine Scheißarbeit, man kann die ja nicht sagen. Den ist vielleicht geil, aber. Ja, ja. Aber ohne GPS. Kannst du das hier komplett knicken? Oh. Was war das gerade? Ich bin hier über die Strecke drüber, ne? Da kommt da der Zug. Oh. Ich war mit der Schnauze unter der Schranke und war einfach weggeschleudert. Ah das, ja. Mit 2 Meter zurück. Was machst du denn mit unserem guten Steier? Konnte doch eh nichts dafür, dass der Zug das Licht nicht einhat und ich den dann nicht sehen kann. Und die Schranken bevor... Die Schrank schon runtergehen, bevor okay, dieses komische Andreas-Dreieck oder Kreuz. Dreieck. Dieses Andreas-Kreuz zum ja. Blinken auffangen. Die Schranken waren da schon unten, dann hat das zum Blinken angefangen. Ja, gut. Dann, ja. Dann kann man nur sagen, schwierig. Oh, und drüben hier. So. Ah, wir hätten das von System mit drauf. Kostet aber mehr. Ist das so viel besser?
Nee, ist es nicht. Das ist ein alter extrige Ansicht, aber pff. Ich brauche Fahrmanager, miet mir das mal ganz kurz. Oh. Einfach bloß das Düffelsdorfer, oder wie es heißt. Ja, wieso hast du denn eigentlich nicht? Düffelsdorfer, ja genau. Ja, weil du mal im Singleplayer aufgenommen hast. Ah, stimmt. Nee, das war tatsächlich auch auf dem Server drauf, wo ich da aufgenommen habe. Egal. Hatte. Hast du das gemietet? Nee, hab ich noch nicht, ich hab den Fahrmanager gegeben. Wow. Und ich warte die ganze Zeit, bis es am Ende aufklopft. Denkt sich nur so, boah, das ist aber jetzt ein mega Lag gehabt. Das ist immer noch nicht da. Immer noch nicht da. 5 Stunden später. Immer noch nicht da. Ja, mag mal weitermachen, Flo. So, hier muss ich ja gar nicht längs fahren, haben wir letztens festgestellt, weil das nicht als Wiese gezählt wird. Kommt ein Auto, ne? Ja. Ah, die Verbreiterungen auch noch. Dann machen wir einmal zack. Wenn wir da wieder hinspringen, damit ich sehe. Ja. Ja, und meinst du, oder wird es wieder langsam heller? Kann gut sein, ne? Es ist 8:30 Flo. Ja, nee, aber. Es kann nicht heller werden. Doch, auf dem Spiel, in der Nacht, wenn es. Ich weiß nicht, auf welche Uhrzeit, da ist doch dann plötzlich so bläulich alles geworden, weißt du das noch? So, ja, stimmt, ja. Mhm. Doch, das kann schon sein, dass es langsam passiert. Ganz langsam. Oh Gott, da vorne, oh. Nee, den lasse ich da sehe ich aus. Das mache ich dann zum Schluss. Bevor ich mich da wieder eine halbe Stunde lang rumquäle, da hochzuscharren, fahre ich da lieber von oben nochmal so quer drüber und dann hat sie die Sache. Einmal sagen wir, den Düngerstreuer packt der Bürger ganz gut. Ohne große Probleme. So, dann haben wir den hier auch. Haben wir da nochmal hin? Ich habe halt Allreit, einer kann sich ausschalten. Schwierig. Ah, ich nehme mal hoch und wieder rum. Ja, Christian, da haben wir mal was mitgenommen. Dann hier vorne noch. Jo. Dann hat sich das auch. Oh. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Hallo. So. So, warte, dann müssen wir kurz nochmal. So. Ja, den da oben, den Streifen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das heißt, dann immer noch darüber. Dann mache ich zuerst die 1, weil. Da kann ich dann schon mit GPS fahren. Gang einlegen sollte man auch. Wäre vielleicht vorteilhaft. Ja, habe ich noch Kugel drin. Muss ich hier kurz über den Gehsteig fahren. Oh, der Büro sieht aber schon wieder aus. Eieieiei. Das ist so gut, da geht man, hätte ich gar nicht gedacht. Hast du schon gemietet, das Schild? Ja. Okay. Wird schon am Schieben. Funktioniert gleich dann, funktioniert besser. Ey, die Hügel, was ich mit dem Frontlader nicht rausbringen, rausgebracht hätte, habe ich jetzt schon draußen. Ja. Ja, klar, Schiebeschild ist immer besser, als ich mit Frontlader das machen. Keine Sache. Aber da gucken wir uns dann noch einen schönen Motto, würde ich sagen. Aber vor allem, wir brauchen dann jetzt so einen riesen Teil da rechts, der ist so ein 3 Meter Ding. Ja, ich weiß gar nicht, ist das normale Ding jetzt nicht so, weil das ist durch das Grüne, oder? Ja. Ist das nicht so ein kleiner, das? So ein 3 Meter Ding. So. Das reicht vollkommen aus hier in dem Silo, weil... Ja, für unsere Verhältnisse. Da könnten wir mit so einem Breiten gar nichts anfangen. Doch eher reinpassen würde man schon, aber. Wir haben die Leistung nicht. Flo, wir brauchen meinen Johnny. Ja. Ey, so. Ich fahr dir mit dem hier rum, kannst. Du.
bist du dir drauf sicher? Ich glaube, ich wäre der Letzte, der aber Nein sagen würde. Ja. Okay, der GPS-Kurs ist. Da gibt's wieder ein Goldie. Wieso ist der GPS-Kurs denn falsch? Hallo? Oder stimmt der sogar? Na, sehen wir dann gleich. Ach ja, ist es nicht angenehm mit GPS hier rumzufahren. Ah doch, es wird auf jeden Fall wieder heller. Aber ich sehe links und rechts die Pflanzen wieder. Oder was heißt die Pflanzen? Das Gras halt. Oh! Eieiei. Hm? War ein Hügel drin? Ich hab das Schild zu weit abgelassen. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Dann bin ich geradeaus weitergefahren, anstatt um die Kurve rum. Eieiei. Also zum Glück draußen vom Silo schon, es wäre jetzt noch voll das Loch drin, aber... Achso, ja dann. Oh, ist ja nicht so schlimm, ne? Ist zwar nur gewidertes Stück, das ist wurscht. Kaum mal dann. Ja. Aber ganz ehrlich, so scheiße schaut es gar nicht aus und so wenig, also so oft sieht man das hier gar nicht im LS. Ja, weil es halt einfach, wie gesagt, wenn welche Silo machen, dann nehmen die nicht das kleine, weil dann meistens in größeren Massen ist. Und da wird natürlich dann immer das große oder halt irgendein anderes genommen, irgendein Mod. Ja. Können auch gerne das nehmen, ich habe da auch nichts gegen. Du? Ich habe gleich gesagt, wir sollen es kaufen, aber durchsperren, nein, erst mieten. Ja. Mei. Warte mal, kann ich hier? Doch, das geht schon, ne? Was denn? Düngen. Ja, doch, geht. Ich hätte eigentlich vorhin gerade gesehen, ne? Muss ich nochmal. So. Was ist denn los? Ist? Hm? Was ist denn mit mir los? Ich kann doch mal schieben. Hat das Schieben verlernt? Oh nein. Und ganz kurz, so. Damit ich den GPS wieder sehe, da geht's rein. So, so. Wunderbar, dann passt das auch wieder. Ah, passt die? Ne, die Arbeitsbreite passt auf gar keinen Fall. Aber so überhaupt nicht. Aber wieso? Was hast denn du eingeben? Ja, 12 Meter. Aber das war vorher auch, glaube ich. Ja, egal. Ich mach dann immer mal wieder auf 15 oder was war. Oder 13. Düngestreu 15. So. Machen wir den mal wieder aus hier. Uiuiui. Okay, wir sind jetzt hier. Der Stein ist ganz schön am Brüllen, du. Mhm. Nummer 15. Oh, das ist schwierig. So, hey, ich habe 82%. Aha. Yay, dann können wir es sogar heute noch zumachen, vielleicht. Ich bin ein bisschen Glück. Ich schau gerade, dass ich einfach nur die Hügel rausbringe. Da passt besser, glaube ich. Und vorne ein bisschen reinschieb. Mhm. Ich glaube, da werden wir dann halt festfahren. Relativ gleichzeitig fertig. Ja, das passt. Wunderbar. Und dann fahren wir hier wieder hin. Ja, 15 Meter passt glaube ich schon eher, ne? Ja, wobei. Können sogar noch ein bisschen Ticken mehr sein, ne? Oder waren es 20? Muss ich in der alten Folge nochmal nachgucken. Also jetzt eh nicht mehr viel. Halt, das war zu schnell aufgehoben. Ja, passt. Guck mal, ein bisschen innen und sich fahren.
ja, schaffen wir die Wiese doch ganz gut in der Folge nochmal. Aber wir sind dann für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abendmoderation, die ihr schon alle vermisst habt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf, falls man nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war von mir. Ha, ich kann's noch. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erdung. Immer das neueste Alpin.dec, wenn es vielleicht mal wieder Tag wird und wir unsere Silo fertig zugedeckt haben. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Au.